so, wir sind hier wieder bei einem ganz lieben Stand mit lauter liebe Kindersachen. Und da sind ja zwei ganz eifrige Verkäuferinnen. Und die werden wir jetzt fragen, wie seid ihr heuer zufrieden mit dem Geschäft? Habt ihr schon ein bisschen ein Taschengeld euch gemacht? Na fein, da freue ich mich für euch und wünsche euch noch viel Glück für den restlichen Tag, gell, Papa? Wir gehen einmal durch die 1. Maistraße und den zweiten Teil, den ich anhängen werde, durch die Zufahrtsstraße, die man hier rechts reingeht. Alles einen Euro, bitte. Oder weniger. Alles einen Euro. Osterhosen. Aber wir sind. Und eine Mutter hat ihn dann zufällig gesehen und hat ihn auf der rechten Seite haben wir jetzt den englischen Reiter. Es geht hurtig weiter auf der ganzen Neustraße. Und hier bei der Wilden Maus ist momentan auf der 1. Neustraße das Ende von den Kinderflohmarkt, der den Gleitstieg zum. So, wir sind hier wieder bei einem Stand, der nicht das erste Mal auf dem Wiener Kinderflohmarkt ist. Wir fragen gleich den Betreiber, wie er damit heuer zufrieden war. Wie war es mit Ihnen? Waren Sie zufrieden heuer mit den Kunden? Wir waren zufrieden, ja. Fein. Wetter ist auch schön, also es passt alles bestens. Super, danke vielmals. Okay. Straße in den Zufahrtsstraße ein, also in die Zufahrtsstraße. Ich habe normal wie meine Kaffee.
Variante. Das finde ich immer das leichter ausprobieren. Wir kommen zum Ende der Zufahrtsstraße und dem Ende des Kinderflohmarktes. So, wir werden schauen, ob wir noch ein paar Interviews kriegen von den Leuten.